In diesem Check Wireless-Drucker. Zum heimischen PC gehört natürlich ein Drucker. In Zeiten der kompletten Heimvernetzung sollte Drucken auch problemlos wireless möglich sein. Das überprüfen wir mit zwei Geräten, dem Photosmart 5520 EAIO von HP und dem Brother DCP J315W. Der Brother Drucker ist optisch durchaus ansprechend, das Design passt in jedes Büro. 4 Tintenpatronen werden mitgeliefert, allerdings keine Originale. Drucken, scannen, kopieren, ein All-in-One-Paket. Etwas ungewöhnlich ist die Papierkassette. Bis zu 100 Blatt können eingelegt werden. LAN und auch WLAN-Einbindung klappen recht schnell, wie überhaupt die gesamte Installation. Das Gerät ist im Betrieb angenehm leise. Die Druckauflösung bietet bis zu 6000 x 1200 dpi, beim Kopieren sind es bis zu 1200 x 1200 dpi. Maximal 35 Seiten pro Minute schafft der Drucker in Schwarz-Weiß, 28 in Farbe. Die Bildqualität ist befriedigend. Gedruckt werden kann natürlich auch von Speichermedien wie USB-Stick oder SD-Karte. Im WLAN-Netz gibt es allerdings Probleme. Nicht alle Tablets und Smartphones finden den Drucker. In unserem Test hatten wir einige Probleme. Das ist sehr ärgerlich und für ein Gerät, das speziell mit dieser Eigenschaft wirbt, mangelhaft. Der Brother DCP J315W kostet zwischen 80 und 100 Euro. Gerät Nummer 2, der Photosmart 5520 EAIO von HP, ist formschön im klassischen HP-Design. Und auch dieser Drucker ist ein All-in-One-Gerät. Drucken, scannen, kopieren, das ist sowieso Standard. Bis zu 8 Seiten druckt er pro Minute in Farbe, in Schwarz-Weiß sind es 11. Das ist deutlich weniger als der Brother. Die Bildqualität ist ähnlich der des Brother-Druckers. Mittelmäßig, aber für die Preisklasse okay. 4800 x 1200 dpi. Auch hier werden 4 Patronen eingesetzt. Die Installation ist zügig und intuitiv innerhalb von maximal 10 Minuten möglich. Die WLAN-Einbindung klappt perfekt und auch das Drucken ist wireless wunderbar möglich. Beim iPhone ging es sofort ohne Probleme. Für den Test vom Android-Smartphone musste noch eine App installiert werden. Das ging jedoch schnell und schon konnte der Druckauftrag gestartet werden. Der HP Photosmart 5520 EAIO liegt wie der Brother Drucker bei 80 bis 100 Euro je nach Händler. Unser Fazit: bequem und ohne große Mühe und Aufwand muss es klappen. Das ist die oberste Devise generell bei den meisten Geräten. Im Falle unserer beiden Drucker klappt das teilweise. Bei der Installation waren beide Geräte top, bei der Bildqualität eher mäßig. Was aber auch am Tintenstrahldrucker an sich und an der Preisklasse liegt. Das Hauptkriterium Wireless-Drucken hat nur der Photosmart von HP zur vollständigen Zufriedenheit erledigt. Beim Brother-Drucker war es mühsam bis gar nicht möglich. Das ist wirklich ärgerlich. Falls möglich, unbedingt vor dem Kauf im Laden testen, ob es auch wirklich klappt.